Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Wisdom Factory auf Deutsch. Heute bin ich zusammen mit Günther Enzi und wir wollen über etwas sprechen, das Menschen vielleicht von meiner Generation interessieren dürfte, aber eigentlich auch Jüngere, und zwar über das Jungbrunnentraining. Und bevor wir da anfangen, möchte ich dich erstmal einladen, Günther, etwas über dich zu sagen. Dein Hintergrund lässt ja einiges vermuten. Möglicherweise könntest du da ein bisschen Auskunft geben, bevor wir zum Jungbrunnen kommen. Hier, ich meine, Jungbrunnen ist auch eine Katze. Wenn ihr die dann öfter mal hört, dann bitte ja, entschuldigen. Ja, vielen Dank, Heidi, für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir uns da austauschen können. Ich frage mich also von dir, als die 10 Jahre jetzt also versucht, also aus diesem integralen Umfeld und integralen Verständnis so diese Frauenlebendigkeit vielleicht also so auch über Medien also zur Blüte zu bringen. Bin da in Wien ja mit der Monia in Kontakt und sehe, also wie die Frauen aus deinem Umfeld heraus da erblühen, gell, was dir da gelingt. Und vielleicht Jungbrunnentraining ist, wenn ich das jetzt in einem Satz sagen möchte, ist einfach also in sich selber eine Quelle zu entdecken, also in der man sich also besonders lebendig fühlt. Ja, und freue mich also so mit dir jetzt in Kontakt zu sein, weil ich den Eindruck habe, also du erlebst es über dieses Medium, ja, so im Kontakt, in Kommunikation besonders lebendig zu sein. Also für mich ist es also, wenn du den Raum hinter mir ansprichst, also so mein, das ist so mein Zoom-Ort, also wo ich also meine Trainings gebe für diese Jungbrunnen. Trainings, und das sind also bei mir zu Hause auf 3x2 Meter Raum, den ich mir vor einem Jahr eigentlich also durch Corona, wo ich begonnen habe, also eben auch von zu Hause aus Trainings zu geben, so ein liebgewordener Kraftraum, so nicht eine Kraftkammer, sondern eine Kraftlebendigkeitserfahrung. Okay, und das wollte ich jetzt einfach also mit hereinnehmen in dieses Gespräch auch. Also, das, also dieser Kraftort und vielleicht auch dieser durch diese Trainings aufgeladene Energie, dass die da mit hereinkommt. Ja, also du, was ich jetzt gehört habe, du bist in Wien, du bist in den integralen Kreisen tätig und du machst ein bisschen was anderes in deinem Leben. Du sagtest Energie, es hat mit Energie zu tun. Ja, natürlich, Jungbrunnen, nicht? Da hat man das Bild, dass es sprudelt. Und wie lässt du uns ältere oder vielleicht ja auch jüngere Menschen, ich habe gehört, es gibt mittlerweile 15-Jährige, die sich nicht mehr bewegen können und so, wie lässt du, dass die Lebensenergie zum Sprudeln kommen? Oder sagen wir es mal anders, wie kommst du überhaupt dahin, dich damit zu beschäftigen? Und dann, was ist dein Weg bis heute? Ja, also vielleicht, wie ich diese Energie zum Sprudeln bringe. Ja, also ich glaube, also es ist vom Alter unabhängig, ja, diese Jungbrunnenerfahrung. Das hat jedes Lebewesen kann diesen Kontakt finden, ja, und es ist vielleicht sowas wie eine natürliche Lebendigkeit, die es zu entdecken gilt, und es ist vielleicht also für die Menschen so besonders aufregend, sich weit davon zu entfernen, von dieser Quelle der Lebendigkeit, und das kann auch als Ausdruck von Freiheit verstanden werden, also so sich weit davon zu entfernen, von dieser Quelle der Lebendigkeit, aber vielleicht also meine Entdeckung also vor 6 oder 7 Jahren war, dass ich mit der Herzratenvariabilität die Energien im autonomen Nervensystem messen kann und mit dieser Messbarkeit also so einen Zugang zu dieser Quelle von Energetisierung entdecken kann. Ich habe das, also da vielleicht, also kannst du das
sehen. Ich habe da in Echtzeit also meinen Puls und meine Vagusenergie jetzt angezeigt. Also diese 22,4 oder 21,1 entspricht einer bestimmten Energie im autonomen Nervensystem. Und wenn ich zum Beispiel also jetzt so in einer rhythmisierten Weise atme, rot hinauf einatmen, blau ausatmen, seht ihr, dass diese Vagusenergie jetzt auf 36, auf 46 gesprungen ist. Das heißt, das ist eine Steigerung der Energie um 100% innerhalb von 3, 4 Atemzyklen. Ja, und also mit dieser Entdeckung, also habe ich einfach gesehen, dass Atmung das Tor ist, also für diesen Zugang zu dieser energetisierenden Lebendigkeit. Ja, und ich habe dann einfach, ich habe vielleicht 25 Jahre, also Erfahrung, also mit Yoga, mit Tantra, mit Körperpraxis, mit Atempraxis, also mit Ausgleichspraxis, mit integraler Lebenspraxis und habe dann einfach begonnen, das mittels Herzratenvariabilität zu evaluieren, also was denn von diesen ganzen über die Traditionen vermittelten Praktiken denn heutzutage tatsächlich brauchbar ist in Bezug zu einer resonanten Energetisierung auf den autonomen Nervensystem und bin eben drauf gekommen, also dass eben dieses verlangsamte, vertiefte Atmen das Tor, wie ich ganz ein wichtiges Tor ist, also um jedem und jeder auch von Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Menschen, also diesen Zugang zu einer inneren Quelle von Lebendigkeit zu erschließen. Im Grunde stehst du ja da in einer sehr alten Tradition, nicht? Atmen wurde ja immer als eines der wesentlichen Aspekte des Lebens gesehen, nicht? Und in unserer Gesellschaft ist es sozusagen untergegangen. Und jetzt gerade, wo man die ganzen Masken tragen soll, da ist ja die Atemfunktion komplett nochmal gestört. Aber auch vorher hat ja normal Mensch nicht besonders gut geatmet, nicht? Würde ich mal sagen. Und das habe ich oft, ich war ja Gesangslehrerin, und ich habe es oft gemerkt, wie wenig Menschen atmen können und auch Bewusstheit des Atems haben. Wo fließt der Atem hin? Wo kann ich ihn versingen? Musste ja halten und musste ihn ja nicht halten in dem Sinne, sondern steuern können, nicht? Und ein bisschen so wie mit deiner Übung. Man muss ja erst mal lernen, 5 oder 6 Sekunden oder so einzuatmen, ohne so ein Gefühl zu kriegen und dann ausatmen, genauso langsam. Es kann ja nicht jeder mehr, ne, auf Anhieb. Worauf führst du das zurück, dass wir das vergessen haben oder es nicht mehr können? Also, ich führe das eigentlich darauf zurück, also dass wir im Alltag zu wenig Bewegungsintensität haben. Ja, dass wir uns also gesellschaftlich in eine Wohlstands, Gesellschaft entwickelt haben, also die sehr viel Freiheit entdeckt hat, dass wir es aber noch nicht gelernt haben, dem Körper das Maß an Bewegung zukommen zu lassen, das er einfach von Natur aus braucht. Ja, wir haben uns also befreit von der schweren körperlichen Arbeit, also dass es nicht mehr notwendig ist, also so schwer zu arbeiten, also um einen gesicherten Lebensstandard zu haben. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht gelernt, also mit dieser Freiheit, also so achtsam in Bezug zu dieser Naturverbundenheit von Körperlichkeit umzugehen, also dass wir dort in einem resonanten körperlichen Wohlergehen sind. Ja, ich glaube auch, dass dieses Rückverbinden also zu den alten Traditionen nur bedingt passend ist, weil diese alten Traditionen in Zeiten von Agrargesellschaften entwickelt worden sind und die Leute damals, also vor 1000 oder 2000 Jahren, einfach tagsüber
Hirten, Bauern oder Waldarbeiter oder was auch immer waren, die von der körperlichen Tätigkeit her einfach mehr Atemvolumen geatmet haben, also innerhalb dieser 24 Stunden. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, und das ist, glaube ich, ein Grund, also warum also ich speziell darauf hinweise, dass es wichtig ist, also sich den heutigen postmodernen Lebensstandard anzusehen und dass die körperliche Balance nicht darin besteht, 24 Stunden in einer meditativen sitzenden Haltung zu verbringen, sondern dass es wichtig ist, dem Körper eben ein Mindestmaß an Bewegungsintensität zu geben, damit der Atem in der Natürlichkeit fließen kann. Ja, also wenn du so willst, also das, was vielleicht also vor 1000 oder 2000 Jahren die entspannende, regenerative Meditation unter dem Apfelbaum auf einer Weide war, also wo vielleicht non-duale Glückseligkeit erfahren werden hat können nach 8 Stunden anstrengender Tätigkeit, ist heute vielleicht also eher das Laufen in der Stadt, also so ein non-dualer Ausgleich, ja, um den Körper in diese natürliche Lebendigkeit für dieses Atemfließen zurück zu verbinden. Ja, also so, ich komme da eigentlich, ich beziehe mich in meinem Verständnis auch auf die Traditionen, ja, also auf die Traditionen in dem Sinn, dass Lebendigkeit dort drinnen zu suchen ist, also wo das Körperliche vielleicht schwingt wie eine Saite, also wie ein Instrument. Ja, und wo Spannung und Entspannung also in einer rhythmisierten Balance sein muss. Ja, die Frage ist aber immer, in welcher Zeit leben wir jetzt, also so im Großen gesehen, so über die Jahrhunderte und Jahrtausende, und was macht der Alltag mit uns und wie lässt sich in diesen bestehenden Alltag hinein dieses resonante Schwingen finden. Ja, da finde ich also die Praktiken der Traditionen hilfreich, ja, so wie du sagst, also Atmung ist das Tor, ja, und es geht darum, also so in dieses natürliche Gleichgewicht also zurückzufinden, nur das zu finden, ja, finde ich also in heutiger Zeit ein bisschen schwierig, also auch ich war so auf meinem Weg sicher 10 oder 15 Jahre zu der Auffassung, dass diese meditative Haltung in der Höhle oder wie auch immer, ja, ist so ein Zustand von Glückseligkeit oder nur so ganz langsame Bewegungen. Und ich kann das jetzt also mit diesem Hereinnehmen von diesem Instrument, dieses Feinen, mit der Herzratenvariabilität, also feines Nachschauen, was wirklich ankommt an Praxis, also im autonomen Nervensystem einfach entdecken, also dass hochenergetische Übungen einfach also mich viel, viel stärker in Balance gebracht haben als jede andere Meditationspraxis zuvor. Okay, bevor wir da noch weiter reingehen, ich habe jetzt noch eine andere Bemerkung dazu. Ich meine, jemand sagt, na ja, ich gehe doch jetzt jede Woche in das Sportstudio, im Moment natürlich nicht, aber normalerweise, und dann mache ich das und mache jenes und mache übernächstes und so, und was ist denn noch, soll ich denn da noch machen, ja? Und ich wollte nur meinen, dass wir ja in einer Tradition, sagen wir mal, oder in einem, sagen wir, vielleicht den Endpunkt einer Entwicklung leben, wo der Körper eigentlich gar nicht vorkam oder er unterdrückt wurde. Der musste halt arbeiten und musste das machen. Aber ein Bewusstsein für den Körper, auch gerade in der christlichen Religion und so, es wurde ja vom Körper weg und mehr in die Transzendenz. Ja, nicht Körper. Und wenn, dann muss er halt schon gefälligst funktionieren, nicht? Und du gehst ja jetzt weiter. Du sagst einerseits, ja, Körper ist da und er kann funktionieren, aber wir sollen uns auch dessen bewusst werden, wie er am besten funktioniert und wie er alles andere, was wir gerne sein und tun möchten in der Welt, wie er uns da unterstützen kann, statt dass wir ihn noch mehr totdrücken, ja, und dann
So habe ich das verstanden. Ist das so? Ja, ich finde es das wichtig, dass du das jetzt also so ansprichst. Ja, also ich mag da vielleicht eine Folie zeigen. Ich habe da das vorbereitet. Also, weil, wenn du sagst, man kann auch zu viel wieder machen. Ja, man kann, also ich glaube, wir kommen alle, also so, wenn wir Elterngeneration oder Großelterngeneration anschauen oder Großgroßelterngeneration, also die ja also viel stärker aus dem landwirtschaftlichen Bereich oder aus dem handwerklichen Bereich kommen, also wo einfach also schwere körperliche Arbeit, also tagtägliche Lebenserfahrung war. Ja, und natürlich hat das also so einen enormen Befreiungsaspekt, also dass wir nicht mehr in der Landwirtschaft, nicht mehr handwerklich, nicht mehr, also großenteils, ja, so, dass wir den ganzen Dienstleistungsbereich also so entwickeln haben können, dass wir den ganzen Tag sitzen, also arbeiten können, hat ja viel Freiheit gebracht, ja. Und oft ist es dann so, dass eben mal so über Sport oder über Fitnessstudio wieder zu viel gemacht wird, ja. Und da geht es eben um die so unbewusst. Unbewusst, ja, genau. Und ich möchte da vielleicht also so eine Folie zeigen, ja, wenn das so gelingt. Also das ist so ein, das nennt sich J-Kurve des Gesundheitssports, ja. Und da, das ist jetzt also, weil du gerade Corona auch angesprochen hast, also man kann mit moderat intensiver Tätigkeit, also im richtigen Maß, das Infektionsgeschehen von Atemwegserkrankungen ungefähr um 60% reduzieren. Ja, es ist aber so, wenn das also zu viel ist, ja, dann steigt die Infektionshäufigkeit wieder. Ja, und das ist eben als J-Kurve der Exercise-Immunologie bekannt, also dieses Phänomen. Und ich finde das also so ein schönes Beispiel, also wenn man wie mit natürlicher Form Immunsystem zum Beispiel gekräftigt werden kann, dass man eben aber auch darauf achtsam sein muss, dass es zu viel sein kann. Ja, und das, was ich eben also an moderat intensiver Praxis empfehle, das ist ja im Bereich von 5 Minuten bis 20 Minuten pro Tag. Aber um was es geht, ist eben also den Puls auch zu erhöhen. Ja, also so, es zeigt sich auch in der Gesundheitsforschung, also dass vor allem also diese Bewegungen, ja, also besonders Lebendigkeit unterstützen, also die so viel wie möglich Muskelmasse in die Bewegung integrieren und die den Puls erhöhen. Also ich mag Bewegungsangebote, also im Pulsbereich von 130 bei Männern und 150 bei Frauen, und also so diese Einladung ist eben Bewegungen zu entdecken, die einfach Spaß machen, ja, die einfach Freude machen. Und es ist so, so ein Wiederentdecken, also nicht, dass man Bewegung um gesund zu werden, um auszugleichen, sondern wirklich um Lebensfreude zu entdecken in dieser Krafterfahrung. Da kommt, du sagst 150 Puls bei Frauen. Also wenn ich mal einen Berg hochgehe und dann komme ich dann immer ins Schnaufen und ist der Puls hoch, da halte ich immer an und will ihn gerade wieder runterbringen, weil es ist mir sehr unangenehm, wenn das so hoch ist. Also, und du sagst aber, das wäre jetzt richtig? So habe ich das so verstanden? Ja, aber nur für kurze Dauer, ja, für 1-2 Minuten. Ja, also die Kunst ist wirklich also so zu verstehen, dass dieses intensive, schnelle, in kurzer Dauer hochpulsen und dann dieses regenerative Nachatmen mitunter eines der stärksten Energetisierungsquellen überhaupt ist. Ja, also wenn du am Berg hinaufgehst, das ist eine besonders große Herausforderung, also so dann immer wieder stehen zu bleiben, das macht man ja nicht. Ja, aber so von der Praxis her, also kannst du es auch am Berg so machen, dass du eben also eine Minute halt in zügigem Tempo gehst und dann einfach 3 Minuten stehen bleibst und die Gegend genießt. Ja, und dann wieder eine Minute gehst, normal, und dann wieder 3 Minuten stehen bleibst und die Landschaft genießt. Das ist toll.
Das ist toll, das werde ich ausprobieren. Denn ich habe immer das Gefühl, nee, dann lauf lieber langsamer, damit du das vermeidest, dass du da so hoch gehst und ja. so. Aber stetig, ja. Ne? Man muss ja als ja. stetig immer ja. vorangehen ja. und so. Das ist ja irre, ja. Ja, kannst nein, das geht allen so. Ja. Ja, ein bisschen was sagen, was das ausmacht, warum das so ist? Ja, also man kennt das also vom Sport, das ist das Phänomen der Superkompensation. Ja, also beim Sport wird das eben so verwendet, dass wenn man zum Beispiel Krafttraining macht oder Ausdauertraining, dass man dann für die Trainingsgestaltung, also nach 24 Stunden oder 48 Stunden den nächsten Trainingsimpuls so setzt, dass er ein bisschen erhöht wird, weil Energie entsteht. Ja, nur im Sport wird immer mit großen Intensitätsvolumina gearbeitet, weil da geht es auch immer darum, irgendwo hinzukommen. Ja, also bei Olympia zu gewinnen oder ist egal. Ja. Es ist immer dieses Umzu im Sport. Ja. Und was ich eben also so entdeckt habe mit dieser Herzratenvariabilitätsmessung, ist, dass wenn man das ganz genau anschaut am autonomen Nervensystem, wie Energetisierung stattfindet, dann kann man das in jeder Pulsation von einem intensiven Bewegungsimpuls und regenerativen Erlebnisimpuls für das vertiefte Nachatmen entdecken, ja, diese Form von Superkompensation. Ja. Und das ist eben die stärkste Quelle der Energetisierung. Also man weiß das auch aus dem Ausdauersport, also dass Leute, die schwimmen oder die laufen oder so, die können sehr hohe HRV-Werte haben. Ja. Nicht alle, aber es gibt welche, also die, wenn sie im richtigen Maß ihr Training aufbauen, sehr hohe Energiewerte im autonomen Nervensystem bekommen können. Ja? Es gibt aber auch sehr... Lass uns erstmal, du hast gesagt HRV-Werte und ich bin ziemlich sicher, dass keiner weiß, was das bedeutet. Kannst du das noch ein bisschen erzählen? Ja. Also die HRV-Werte, Herzratenvariabilität, das ist ein Maß für die Fähigkeit des Herzens, auf die jeweilige Situation angemessen zu reagieren. Das heißt also, wenn Anstrengung ist, dass das Herz schneller schlägt, wenn Entspannung ist, dass das Herz langsamer schlägt. Und diese Änderung von Anforderung, von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick in der Anforderung am Herz kann eben über die Dauer des Pulses von einem Augenblick zum nächsten, nicht von Augenblick, von Pulsschlag zu Pulsschlag zu Pulsschlag, diese Dauer kann gemessen werden. Ja, und die ist also bei, wenn man sagt, man hat also Herzfrequenz von 60, entspricht das einer Sekunde Pulsdauer. Nur ist es jeder Augenblick Unterschied, also 1000 Millisekunden, ja, ist Puls 60. Nur es ist jeder Augenblick unterschiedlich. Ja, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt oder ein bisschen entspannter. Wenn ich spreche, bin ich ein bisschen aufgeregter. Wenn ich dir zuhöre, bin ich ein bisschen entspannter. Wenn ich ein bisschen aufgeregter bin, also schlagt mein Herz ein bisschen schneller. Und diese kleinen Änderungen, ja, also wenn ich zum Beispiel schnellerer Puls, dann habe ich also 960 Millisekunden Dauer. Wenn ich entspanne, habe ich 1040 Millisekunden Pulsdauer, Unterschiede zwischen Pulsdauer. Und diese Änderungen von Pulsschlag zu Pulsschlag zu Pulsschlag, also von 960 auf 1040 und dann auf 1000 und dann auf 1020 und auf 1030, diese Änderungen kann man messen, kann man mit relativ einfachen Mitteln messen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Brustgurt an und zeige das eben also so in diesem, kann das in Echtzeit anzeigen. Also das sind nicht invasive Messmethoden und das kann man eigentlich also heutzutage relativ einfach verwenden. Und aus diesen Änderungen von Pulsschlag zu Pulsschlag zu Pulsschlag kann man eben diese Herzratenvariabilität berechnen. Bei mir war das jetzt dieser Wert von 23, also ist eine gemittelte Summe über
sechs, sieben, acht Pulsschläge. Und das ist ein direktes Maß der Energie im autonomen Nervensystem. Die Energie im autonomen Nervensystem also ist ein Maß für die Fähigkeit der Regulation von Stress und Flow. Also das autonome Nervensystem ist dieses Organ im Körper, das ist das Stressregulationsorgan im Körper. Ja, und einfach darüber Bescheid zu wissen, also wie diese Energie beschaffen ist, also im autonomen Nervensystem, heißt darüber Bescheid zu wissen, also wie ich selber in Bezug zu Flow oder Stress funktioniere, wenn man so will. Ja, und man kann dann einfach also so über Atem und über Körperübungen oder über Ausgleichsübungen oder entdecken, was ist der Unterschied auf dieser neurobiologischen Ebene von einem Stresserleben oder von einem Flowerleben. Ja, das ist spannend. Ja, das bedeutet eine höhere Heartrate Variability, wie sagst du, Herzraten Variabilität auf Deutsch. Das bedeutet, dann bist du sozusagen gesünder, wenn du eine höhere hast oder wenn du, ja. Und, ja, aber es bedeutet nicht nur gesünder, sondern es heißt auch für den Augenblick, ja, kreativer, empathischer, verbundener. Ja, es ermöglicht einfach also eine höhere Verbundenheit. Ja, also es ist am einfachsten vielleicht so vorstellbar, dass je höher diese Energie im autonomen Nervensystem, umso breiter ist das Toleranzfenster für Lebendigkeit. Ja, das Toleranzfenster für Lebendigkeit ist ein Begriff des Stephen Borges erfunden hat. Also Borges also, ist ein biologischer Forscher, der eben entdeckt hat, dass das autonome Nervensystem also nicht so funktioniert, also wie wir geglaubt haben, dass es eben nur Sympathikus und Parasympathikus als Gegenspieler gibt, sondern dass der Vagusnerv eben zweigeteilt ist, dass es einen ventralen und einen dorsalen Vagus gibt, wobei der ventrale Vagus eben resonanzfähig ist mit dem Sympathikus und der dorsale Vagus, also diesen Todstellreflex organisiert und der Sympathikus, also ohne außerhalb dieser Resonanzfähigkeit, also diese normale Stressreaktion organisiert. Und damit also kommt einfach also so eine neurobiologische Erklärung, das, was wir von den Traditionen als Mitte kennen, ja, also so plötzlich ans Licht, ja, und das ist für mich so spannend, also dann zu entdecken, je höher diese Herzratenvariabilität, je höher diese Energie im autonomen Nervensystem, umso breiter ist dieses Toleranzfenster für diese resonante Möglichkeit zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Und diese Breite heißt einfach, also, dass ich mehr Lebendigkeit verbunden erleben kann, ohne also jetzt in diese Stressränder des Shutdowns über Totschallreflex oder dass ich das chaotisch erlebe, zu kommen. Ja, und es ist einfach auch für diese Praxis wichtig zu verstehen, dass es diese drei Bereiche gibt. Also das, was ich vorher mit Flow bezeichnet habe, also ist eben dieser resonante Bereich der Mitte und der ist also berandet, also von Stresserleben, also was gemeinhin als Stress verstanden wird, wenn Überaktivität da ist, aber also nach dieser Polyvagaltheorie ist eben auch also dieser Todstellreflex, also mit dem Shutdown oder mit dem also so depressiven Rückzug, also auch ein Stress. Rand. Das finde ich jetzt total spannend, auch weil wir gehen ja auch von Integral aus. Ne? Du hast praktisch dadurch eine Verbindung von den rechten Quadranten und den linken Quadranten. Du siehst, durch die Messbarkeit dessen, was in deinem Körper vorgeht, kannst du sehen, was du fühlst sozusagen. Nicht kannst du sehen, aber das ist so die Parallelität. Und man kann das dann erforschen für sich selber. Und dann kann man
wenn man zum Beispiel, du sagst gerade Depression und so, wenn du merkst, du kommst, ist langsam in eine depressive Stimmung, aus welchem Grund auch immer, dann hättest du theoretisch und praktisch durch das, was du tust, eine Möglichkeit, dich sozusagen zu beeinflussen auf der materiellen Ebene, durch das Atmen in dem Falle oder was immer du für Übungen machst, um dich aus der Depression rauszuholen. Ne? Ist das nicht irre? Ja. Klasse. Das. Ja, also so sehe ich das auch. Ja, also so sehe ich das auch, dass eigentlich, also mein Verständnis vom Integralen ist so, dass eigentlich das Integrale, also vor allem wenn es um diese Verbindung der Quadranten geht, ja, im Sinne von Tetraevolution, also als dieses gleichzeitige Verbinden aller vier Quadranten, dass die nur in einem resonanten Zustand der Mitte möglich sind. Ja, und das ist so mein Anspruch, also auch ans Integrale, dass es auch eine Pflicht gibt. Also so, wenn man für sich also so integral sein möchte, dass man eben also diese Energie hochhält, wenn man so will, oder dass man diese Praxis auch macht, ja, um überhaupt also neurobiologisch, ja, die Fähigkeit zu haben, diese Tetraevolution der Verbindung der Quadranten leben zu können, empfinden zu können und daraus handeln zu können. Das finde ich total spannend, denn während du das jetzt sagst, ist mir so richtig klar geworden, dass wir im Grunde, ja, wir sind in den vier Quadranten unterwegs, aber immer einzeln irgendwie. Und wenn du sagst, die Mitte, die fehlt, das zusammenzubringen. Und das wäre ja eine tolle Sache. Einmal für unsere integralen Freunde, aber auch als Heilung, nicht? Für so viel, was Menschen mit sich rumtragen an ja. Unerkannten sich schlecht fühlen, sagen wir so. Ja, also Wilbur bezeichnet dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit aller vier Quadranten eben als Tetraevolution. Ja, und er bezeichnet das, also und er sagt, also es integrales Sein entsteht dort, wo Tetraevolution stattfindet. Ja, und das Tetraevolution ist eben also diese Gleichzeitigkeit aller vier Quadranten, dass es sich auch zeigen muss, ja, dass Lebendigkeit sich in allen vier Quadranten zeigt. Und ich möchte da eben hinzufügen, es gibt eben diese neurobiologische Basis, ja, die auch entweder hergestellt oder vielleicht zufällig da sein muss, also dass es gelingt, oder die eben auch in Form einer integralen Lebenspraxis entwickelt werden muss, um überhaupt also so ein körperliches Fundament für Tetraevolution möglich zu machen. Und für mich ist eben also diese HRV ein Indikator dafür, also oder so ein Wegweiser, wo es hingehen kann. Atem also ist eine Körperpraxis, also um eben auch zu sehen, also wo sich dieser Raum hin zu Tetraevolution öffnen kann. Also Atem, da geht es also nicht nur um eine meditative Wahrnehmung von Atmung, sondern da geht es auch darum, also ganz anzukommen, also in einem eigenen Atemfließerleben, wo man sich entdeckt, also in der eigenen Atemlebendigkeit, ja, zu sagen, ja, das bin ich. Also so dieses Ankommen von, ja, das bin ich, das ist mein Atem. Ja, so atme ich, also in Anstrengung, so atme ich in Stille, Meditation, so atme ich in Regeneration. Und das ist viel eben ein Entdecken, ja, also von diesen individuellen Atemqualitäten. Ja, du kannst ja weiter, bis es so mit Manifest subtil kausal, ja, also das entspricht für mich also bei dieser Atempraxis, also Anstrengung, Regeneration, Stille, ja, und es gibt also einen individuellen Atem in Stille, individueller Atem in Anstrengung, individueller Atem in Regeneration, aber es geht viel darum, also sich dort in individueller Lebendigkeit zu entdecken und dort, wo diese Lebendigkeit ist, das ist das Tor, wo, also wenn man das jetzt integral reflektiert, wo Tetraevolution überhaupt möglich ist, als tatsächlich Gefühltes im Körper. Nicht nur als Gedachtes, ja, sondern wirklich als gelebte Praxis, also wo sich Lebendigkeit entfalten kann. Ja, es ist aus meiner eigenen Erfahrung, was den Atem betrifft, ist, ich habe das Gefühl, ja, es gibt viele verschiedene Wege zu atmen und auch sie zu spüren in vielen verschiedenen
Bereichen, Momenten oder wie auch immer. Und es gibt manchmal so Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe von Mitte. Jetzt habe ich es in meiner Mitte gespürt und da ist meine Mitte, da ist mein Zentrum, da ist mein Kern. Und es ist eine Beobachtung, ich kann es nicht beschreiben in irgendwelchen Dingen, aber ich habe oft das Gefühl, dass der Atem auch ganz stark zusammenhängt mit was ich intuitiv wahrnehme oder wie ich die Welt wahrnehme, was jetzt gerade passiert und so. Also, dass sich das ändert in der Art, wie ich die Atmung wahrnehme und wie ich sie tue. Ich kann es nicht beschreiben, es ist ziemlich schwierig zu beschreiben, aber es ist eine subjektive Erfahrung der Diversität und der Macht, der Kraft des Atems. Und der Zusammenhänge mit dem Leben, sagen wir mal. Vielleicht ist es das, was du ein bisschen systematischer erforscht, was ich so intuitiv wahrnehme. Ja. Also ich finde es ganz wichtig, also so diesen intuitiven Zugang zum eigenen Atemerleben zu haben und dort einfach Sicherheit zu haben, also für dieses Entdecken. Ja, das bin ich. Ja, und dann auch zu entdecken, wenn ich dort bin, ja, also wenn zum Beispiel ich dort ankomme, ja, in einem getragenen Atemfließen oder so, dass ich weiß, dass ich dort drinnen, also so eine ganz tiefe Quelle von Inspiration und Lebendigkeit habe. Genau, und da wollte ich noch was dazu sagen. Und es ist nämlich was anders, wenn man nur dein Dings da beobachtet, es geht rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter und das sozusagen von außen erfährt und gut sein will, das nachzumachen, oder wenn man das wirklich innen drin spürt. Das ist zwei verschiedene Bereiche. Aber du weißt bei den Quadranten geht es genau darum, diese beiden Bereiche zu verbinden. Genau. Aber das muss man erst mal hinkriegen. Ja, das muss man erst einmal hinkriegen. Ja, und es hat jeder Quadrant für sich eine eigene Phänomenologie. Ja, also ich mag da jetzt vielleicht noch einmal ein Bild zeigen. Das war so mein Beginn, ja, für diese Reise. Was da aufgezeichnet sind Atemzyklen pro Minute. Ja, es geht immer so diese Empfehlung, langsam atmen, dann ist alles gut. Ja, vielleicht kennst du das auch. Ja, so. Oder mein Bild war das so über die Jahrzehnte, wenn man so mit den Meditierenden in Kontakt kommt, also dann gibt es dann auch diese Angeber, die sagen, ja, nur noch einmal pro Minute, und die anderen sagen, ja, gar nicht mehr. Auf jeden Fall, also war das so der Beginn meiner Forschungsreise mit dieser Herzratenvariabilität, also dass eben das Phänomen der Energetisierung durch die Atemverlangsamung bei ungefähr 6 Atemzyklen pro Minute ein Maximum hat. Ja, das ist auch individuell unterschiedlich, das kann auch bei 5 Atemzyklen sein oder bei 7. Bei Kindern ist es bei zwischen 8 und 12, ja, das verschiebt sich dann also mit der Pubertät und ins Erwachsenenalter. Aber wenn man dann einmal so im Erwachsenen und der Körper ausgewachsen ist, bleibt das relativ konstant. Ja, und das ist auch das, was ich eingangs versucht habe zu zeigen. Also diese Tatsache, das ist jetzt oben rechts Quadrant, ja, also das ist äußerliche Natur. Mechanik, wenn du so willst, Atommechanik, ja. Und ich finde das einfach, für mich war das sehr spannend, ja, einfach zu entdecken, dass ich innerhalb von 3 Atemzyklen meine Energie verdoppeln kann im autonomen Nervensystem. Ja, und ich habe dann einfach angefangen, also so damit zu erforschen, also so in besonders stressigen Situationen oder so einfach, okay, Was macht es mit mir, wenn ich den Atem einfach verlangsame? Ja, also so beruflich, also dann in schwierigen Verhandlungssituationen, da habe ich also so, da gibt's App am Handy, also mit so Vibrationsgeber für den Atemrhythmuswechsel, das habe ich dann einfach mitgenommen und das hat mir also dann geholfen, dass ich langsam atme, und ich habe einfach geschaut, wie geht's mir in schwierigen Gesprächssituationen, es ist mir so gut gegangen. Ja, ich habe so in ganz angespannten Situationen empathisch und kreativ bleiben können. Das war für mich einfach auch der Beweis, dass es geht,
Ja, dass auch diese Mechanik, diese Naturmechanik, also über diese Atemverlangsamung einfach stimmt, ja, dass dieses Toleranzfenster ein tatsächliches Naturphänomen ist, ja, ein Reflex, eigentlich ein Vagusreflex, den ich also gekonnt anwenden kann, ja, wo ich für mich einfach Situationen entdecken kann, auch in schwierigen Situationen, die mich sofort, also es ist jetzt nicht so, dass ich also non-duale Glückseligkeit erfahre in einer Stresssituation im Alltag, aber das brauche ich auch nicht, ja, sondern ich brauche einfach ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Kreativität und den Eindruck, dass es mir hilft. Ja, es waren einfach hilfreiche Erfahrungen. Und was mir eben auch geholfen hat, also bei diesem Zugang, also ist nicht über die Emotionen zu machen, ja, sondern einfach über die Mechanik, ja, über die Atemmechanik. Ja. Es gibt auch Zugänge, also im Bereich der herzkohärenten Praxis, also die das über die Gefühle machen, also die versuchen, also Gefühle positiv zu fühlen, um dann die Herzratenvariabilität zu erhöhen. Aber für mich war einfach also dieser mechanische Zugang beeindruckend. Ja, das ist auch in emotional schwierigen Situationen, die es nicht erlauben, dass ich jetzt unbedingt also positiv fühle, und es ist auch nicht unbedingt angemessen, also in einer beruflich angespannten Verhandlungssituation, also jetzt so glückselige Raumerfahrung zu machen, sondern das war einfach nur ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Empathie. Und das war für mich so, ja genau, dieser Quadrant hat auch Bedeutung. Den will ich auch dazu nehmen, also zu diesem ganzen Arrangement. Ja, das war für mich so. So. Finde ich total spannend. Und zwar, es gibt ja schon sehr lange, relativ lange, diese ganzen Therapien, Ansätze und sowas, wo man halt mit dem inneren Kind und das beruhigt und das und jenes und so, also auf der Gefühlsebene arbeitet, ne? Und dann, wenn du merkst, es klappt nicht, dann sagt man ja, so gut wie man erzogen ist, dann stell dich mal nicht so an, mach mal endlich, ja? Mach mal, sieh mal zu, dass du jetzt woanders hinkommst. Und das ist ja eine Willenskraft, die falsch ist. Wir sollten in der Situation die Willenskraft aufwenden, langsam in diesen langsameren Atem zu kommen. Natürlich schafft man es am Anfang nicht bis nach 6, wenn man in so einer aufgeregten Situation ist. Aber langsam dahin zu kommen und sich darauf zu konzentrieren, statt, das finde ich wirklich genial, weil ich habe nämlich gemerkt, ich habe ja viel gearbeitet mit diesen anderen Ansätzen, dass die eben limitiert sind. Dass man oft nicht die Zeit hat zu sagen, ja, komm, kümmere mich um mein inneres Kind und sowas nicht. Und dann wird das schon wieder, aber es ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber dass das einfach zu lange dauert. Und dass das mit dem Atem, du hast es ja gezeigt, das waren zwei Atemzüge oder drei Atemzüge und da Ja, war ich auf dem Doppelten, ne? Das nein, weißt du, ja, Heidi, dieses sich mechanisch an diesen verlangsamten Atemrhythmus zu halten, das kann jeder. Ja, das dauert nicht lange. Ja, man gibt dem einfach eine App und das kann je, das, also man muss dort nicht also sich emotional oder mental bilden oder man muss keine Traumata lösen, also um verlangsamt zu atmen. Ja? Also wenn du Panikattacken hast, kannst du es nicht und so, aber du kannst es in normalen Stresssituationen, ja, kann das jeder sofort machen und es hat jeder sofort diese Energie zur Verfügung. Ja, ich mag da vielleicht noch ein, weil du das sagst mit dem inneren Kind, ich mag da vielleicht noch ein Bild zeigen, was mir sehr gut gefällt. Ja, das ist also so ein Selbstbild, ja, also wo unten eben also so der Körper ist und oben also ist das Denken. Also das sind jetzt diese Emotionen, die du angesprochen hast. Ja, und viel wird ja, also es geht viel ums Fühlen, also und übers Fühlen, also so auch diesen Körperbezug zu machen. Und dann geht es viel darum, also auf dieser Denkebene oder was du jetzt gesagt, mach mal, das sind eben diese Verhaltensansätze dann, da kommt man nicht hin zu dieser Erfahrung von dieser körperlichen Raumerfahrung. Ja? Was dieses verlangsamte Atmen macht, ist, dass du in der Körperwahrnehmung mehr Raum bekommst. Ja? Und damit für diese
unangenehmeren Gefühle mehr Platz hast in diesem Raum und damit also eine neue Beziehung gestalten kannst. Ja, und das funktioniert über diese Mechanik, ja, über diese Atem- und Bewegungsmechanik, ja, und Ellen Watkins, also der ist auch aus dem von den Londoner Integralen, der hat auch mit Weaver zusammen bis sie theoretische Konzepte entwickelt, also wie das Integrale und diese kohärente Erfahrung zusammengehen kann, hat dieses Bild verwendet und ich habe das von ihm da übernommen. Und er sagt, also diese HRV wirkt sich, also er unterscheidet eben also in Feelings und Emotions, und Emotion nennt er Energy in Motion. Er hat das oben, also ich. Ja, und das ist das, was so fluide im Körper herumfließt, also diese Energy in Motion. Und man kann sich das so vorstellen, je höher die HRV, umso fluider ist diese Energy in Motion, und je geringer diese HRV, umso träger ist diese Energy in Motion. Und mit einer HRV-Praxis, also kann diese Energy in Motion bewegt werden, ja, das gibt fühlbar, also das Erleben, dass eben mehr Körperraum entsteht. Ja, und also wenn ich eben in Stresssituationen bin und einfach den Atem verlangsame, entsteht, wenn ich genau hinspüre im Körper, eben mehr Raum, Körperraum. Ja, und habe dann vor allem, wenn negative Emotionen oder starke Emotionen da sind, kann ich also durch dieses Weiterwerden diesen negativen Emotionen Platz geben in diesem Mehrraum und damit Beziehung neu gestalten. Ja, und das finde ich einfach also ein ganz, ganz spannender Aspekt. Also so, und vielleicht, weil wir in unserem Vorgespräch also da ja noch gesprochen haben, also was Heilung betrifft, gell, von diesem körperlichen und mentalen, das ist für mich vielleicht auch so ein heilsamer Raum, um diese Fühlbarkeit zu diesem Körper wirklich zu ermöglichen, weil das spürt sich einfach gut an, wenn ich weiß, also wenn ich auch so, wenn du willst, auf Knopfdruck die Möglichkeit habe, im Körper Raum zu machen bei negativen Gefühlen. Es gibt mir einfach auch Sicherheit. Ja, also so mit negativen Emotionen, sie zu halten. Ja. Sie gehen nicht weg, ja, aber ich habe einfach ein bisschen mehr Raum. Ich kann mich ein bisschen mehr bewegen. Ich kann ein bisschen flexibler. Ja. Das ist das Ende des hilflos ausgeliefert sein in Situationen, wenn man das beherrscht, nicht? Ja. Weil sonst hast du das Gefühl, das überwältigt dich, nicht? Und du kannst nichts machen. Was wir ja auch so gesellschaftlich ziemlich viel haben, ne? So, das ist ja auch im Moment sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr en vogue, das Opfer zu sein von allen Möglichen. Ne? Auch das hat auch viel mit Postmodern zu tun. Und das wäre eine Möglichkeit, da dem entgegenzuwirken und das Gefühl zu bekommen, ich kann ja was tun. Ich bin ja nicht hilflos. Ich bin dem natürlich dem Äußeren ausgesetzt, aber wie ich darauf reagiere, das kann ich lenken. Und das finde ich eine tolle, tolle Botschaft. Wirklich. Danke. Ganz, ganz gut. Ja, ich finde das auch, also weil du jetzt das mit Postmodern und dieses Leiden, diese Empfindsamkeit für das Leiden im öffentlichen Raum zur Schau zu stellen, das hat Corona wirklich geschafft. Also diese, ich glaube, Wilber nennt das Pumaritis, gell? Mhm. Und so vor Augen zu führen, dass es wirklich schon genug ist, ja, wo das hinführt. Und mich macht das auch traurig zu sehen, also dass die Leute nur dort drinnen sich lebendig fühlen, indem sie für ihr Leiden diese Empfindsamkeit entwickeln und nicht für diese Sicherheit, wo sie Raum erfahren in ihrem eigenen Körper und wo das also beginnt, dann in dieser Raumerfahrung also einfach so eine neue Lebendigkeitsdynamik zu entstehen.
Genau, und für ihr eigenes Potenzial. Und weil wir jetzt gerade so in der Gegenwart sind, eine Frage. Hat das auch was damit zu tun, wenn wir anders atmen, wie unsere Zusammensetzung, sagen wir mal, von Vitaminen, von Hormonen und so weiter im Körper wirken? Oder mit anderen Worten, können wir da auch unser Immunsystem stärken, indem wir solche Dinge tun? Ja, also ich habe das eh schon vorher gesagt, also diese fehlende Bewegungsintensität pro Tag. Ja, also das, was wir durch den postmodernen Lebensstil uns zu wenig bewegen, entspricht umgerechnet ungefähr bei einem erwachsenen Menschen 600 Gramm zu wenig aufgelöster Sauerstoff im Blut innerhalb von 24 Stunden, das eigentlich durch Bewegungsintensität zugefügt werden müsste. Ja, also vielleicht zum Vergleich, also der Körper löst am Tag fast ein Kilo Sauerstoff auf. Ja, also das ist relativ viel Atemvolumen, also was pro Tag geatmet wird. Aber um eben auf einer Zellebene in dem Energiemetabolismus also natürlich harmonisch zu funktionieren, also braucht der Körper ungefähr den zweifachen Energieumsatz innerhalb der Wachzeit, also wie er das in Ruhe im Schlaf braucht. Ja? Also, und wenn er dort drinnen in Harmonie ist, ja, dann funktioniert das Immunsystem optimal. Ja, und da, also, und also es geht eigentlich darum, also das Immunsystem in die natürliche, optimale Funktionsfähigkeit zu bringen. Ja, und das ist durch den postmodernen Lebensstil mit zu viel Sitzen einfach nicht der Fall. Ja, und da gibt es also auch aus der Exercise-Immunologie zum Beispiel klinische Studien, also die eben sagen, dass man, also dieses J-Kurve, die was ich vorher gezeigt habe, also dass man, wenn man eben moderat intensive Trainings macht, also egal wie alt man ist, also man kann mit 60 damit anfangen, man kann auch mit 70 damit anfangen, dann reduzieren sich Atemwegsinfekte, die also in der Regel also zwei, dreimal pro Jahr wo die Leute betroffen sind, also um 60%. Also man kann mit diesem Ausgleich die Fähigkeit des Immunsystems enorm steigern. Das ist gute Nachricht, aber ich wollte dazu sagen, diese Übung nicht mit Maske machen, nicht mit Maske einatmen auf dem Art und Weise, weil dann kriegt man das Gegenteil von dem, was wir wollen, nicht? Ja, also es ist ganz wichtig, also bei diesen Übungen einfach dort anzukommen, wo man sich frei fühlt im Atmen. Ja, und diese sowohl Corona, die Tatsache, also diese bedrohliche Auseinandersetzung also mit diesem Coronavirus ist ja ein Angriff auf die eigene Atemfunktion. Ja, also und es ist einfach ganz wichtig, also sich dieser Gefahr bewusst zu bleiben und mitten in. Jetzt bist du stumm, jetzt ist irgendwas passiert. Ich höre dich nicht. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Okay. Was ich sagen wollte, also der Corona, also man muss sich dieser Gefahr, dieser Gefährlichkeit des Virus, also es ist ein Angriff also auf das Atmen, ja, also diese ganze Corona-Pandemie, und man muss sich da Gefahr bewusst sein und trotzdem also in sich also zu diese ganze Atemlebendigkeit entdecken, also um einfach genug Raum zu finden, also diesen Angriff also durch den Coronavirus also ein gesundes Verhältnis zu finden. Ja, also so für sich selber, also dass man in der Mitte bleiben kann. Ja, oder das wird eben möglich, indem man mit dem verlangsamten Atmen, mit dem vertieften Atmen.
beginnt, also und dort, also so eine Reise beginnt zu entdecken, wo dieser Raum stattfindet. Also Masken sind vielleicht also notwendig, also an bestimmten Orten, aber es ist einfach immer wieder wichtig, so eine eigene Einkehrpraxis zu finden, wo man sich frei fühlt. Ja, und frische Luft macht es ja auch, ne? Ich denke auch unabhängig davon, es gibt ja immer wieder Empfehlungen, tief durchzuatmen, in die frischen, in den Wald zu gehen und sowas, nicht? Das wird ja auch schon helfen, dass mal die Lungen wieder mal richtig durchflutet werden von frischer Ja. Luft, nicht? Und Ja. man muss eben wirklich aufpassen, wenn Leute lange diese Masken tragen, dass da eben nicht viel frische Luft in die Lungen kommt und dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist. Aber wir Ja. wollten ja heute nicht so Okay. viel darüber reden, aber es Ja, ist eine aber Gefahr, immer wieder suchen, wo es frische Luft gibt und da die Atempraxis machen. Auf keinen Fall. ja, und zu Hause viel lüften, also viel frische Luft also hereinlassen und eben auch zu Hause diese Bewegungen machen. Ja, ich glaube, das ist drum habe ich da diesen 3x2 Meter Raum gezeigt. Das ist ja im Lockdown entstanden und das war für mich also auch so eine große Erfahrung, also diese atemintensive Praxis auch zu Hause zu machen, ja, bei geöffneten Fenster zu machen, das über Zoom mit anderen zu machen, aber also auch wenn man nicht rausgehen kann, also es einfach zu machen, ja, es lebendig zu halten, nicht darauf warten, bis es in 1, 2 Jahren vorbei ist, sondern einfach jeden Tag Sorge zu tragen. Jetzt bist du wieder weg. Wieder. Ja, da bist du wieder. Ja, ich sehe mir ein bisschen unterbrochen. Wir sind jetzt auch schon ziemlich lange am Sprechen. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Und was wir noch machen werden, wir werden noch so eine Praxis von dir aufnehmen, gesondert und die extra verlinken, sodass jemand einen Eindruck kriegen kann, wie das so praktisch aussieht. Aber ich würde sagen, wir hören hier mit unserem Gespräch auf und zwar mit einer Information über das, was du machst und was du anbietest und wo die Leute dich erreichen können und so weiter. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert noch und wird das alles aufnehmen. Ja, also vielleicht, also kann ich das ganz kurz einblenden, Heidegger, weil ich habe das nämlich vorbereitet und ich wollte es ja mit dir auch zeigen, gell? Also so die Praxis, die ich mache, also ist eigentlich über Zoom so eine Einladung zum gemeinsamen Atmen. Also wir treffen uns dort, also dienstags und Mittwoch. Ihr habt jetzt da auch die Website von mir eingeblendet. Das ist www.hrv-training.at und ich mache dann Bewegungsangebote. Also vielleicht kann ich das ganz kurz zeigen. Also wir bewegen uns dann einfach so zum verlangsamten Atmen, ja, so ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich glaube, das ist jetzt also bis dieser schwarze Strich oben beim Gelben ins Rote geht, weil da kommt eine neue Bewegungsphase dann. Ich breche das jetzt dann gleich ab. Aber da beginnen wir uns dann einfach ein bisschen schneller zu bewegen, bleiben aber im verlangsamten Atem. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ja, so dass wir spüren, dass in dieser Bewegungsintensivierung der Atemfluss sich vertieft. Ja. Nach diesem Roten kommt dann diese blaue Phase, also wo es wieder Tai Chi-artige, langsame Bewegungsangebote gibt und dann am Schluss noch einmal eine schnelle Bewegung. Ja. Das ist im Grunde so die Praxis, also die ich im letzten Jahr entwickelt habe, um über Zoom mit Leuten gemeinsam also zu zeigen, wie man innerhalb von sehr kurzer Zeit in einen energetisierten Zustand kommen kann, ja, und wo eben also dieses Raumerleben stattfinden kann. Ja, und genau. Ja, wunderbar. Dann kann ich die Leute nur einladen, da hinzukommen. Und ich würde trotzdem sagen, lass uns doch noch vielleicht mal 10 Minuten von dieser Praxis aufnehmen, extra gesondert, damit es ein bisschen länger ist und damit man schon mal einen Eindruck Ja. hat.
dann sich entscheiden kann, ob man da mit teilnehmen will oder nicht. Na wunderbar, ich danke dir. Gerne. Ja, vielleicht mag ich noch also so zum Abschluss sagen, also das ist ja nur der Einstieg, gell? Das ist ja so der Einstieg, um überhaupt einmal in dieses Gespür zu kommen, dass man selber einwirken kann auf diese Körperraumerfahrung. Und das ist ja, also diesen Kontakt dann einmal zu haben, also mit dem Erleben im autonomen Nervensystem, ist ja vielleicht am ehesten dann so wie zu verstehen, also wie Abenteuerreise einer Beziehungsgestaltung vielleicht so. Ja? Und das kann ganz kurz sein, ja, dass man halt einmal reinschaut und denkt, okay, ja, okay, war nett oder so. Aber es kann auch länger sein. Ja? Es kann, also mich begleitet das jetzt halt schon Jahre, ja. Und das kann eben auch so eine jahrelange Beziehungsreise sein zur Entdeckung, also dieser Geheimnisse vom Vagusnerv und dieser Qualitäten, dieser energetisierenden Qualitäten im autonomen Nervensystem. Und ich finde es auf jeden Fall, also wenn es darum geht, Lebendigkeit zu entdecken, also ganz einen schönen Weg und ganz einen schönen Zugang. Ja, wunderbar. Es hat mir sehr geholfen, das zu verstehen, denn ich habe ja einmal bei dir mitgemacht und jetzt mit diesem Gespräch verdichtet sich das ein bisschen, ja, und da kann ich das viel besser nachvollziehen und ja, ich werde kommen. Und ihr Leute, kannst du nochmal wiederholen, die Webseite? Ja, ich kann das noch einmal einblenden. Also das ist klein, weißt du? Ja, das ist so klein, ich kann es nicht. Ja, das ist www.hrv-training.at. Okay, wunderbar. Dann danke ich dir für den Moment und wir sehen uns wieder. Danke, Heidi.